Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Herzlich willkommen bei der Tagesshow, eine Co-Produktion von Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk. Eine Woche ist Radio Bremen verantwortlich, nächste Woche dann wieder Westdeutscher Rundfunk. Aber was ich jetzt sage, dafür bin ich verantwortlich. Und zwar, die Todesstrafe ist abgeschafft. Lebenslänglich dauert vielleicht 15 Jahre. Aber die Höchststrafe in Deutschland ist einmal Kandidat bei 4 gegen Willi. Ja, in der SPD wird es schwer gestritten, wer nun 88 Parteivorsitzender wird. Willy Brandt ist gewählt bis 88, aber innerhalb der SPD sagen schon viele Leute, Willy, go. Und jetzt wollen wir mal Willy entscheiden lassen, wer Parteivorsitzender wird. Ja, also wird es Oskar Lafontaine, Hans-Jochen Vogel, Hans Apel oder Anke Fuchs. Du bist dran, jetzt Willy, so. So, bitte so, ja, komm mal so, hop, 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 da, da, ja, ja, so, ja, so, und Willy, go! So, und da geht Willy ganz langsam, ja, wo geht, Richtung Saarland, ja, und geht rein, dann, Moment, Moment, er kommt aber bei Hans Vogel wieder raus und geht bei Anke Fuchs rein, ja! Und warum ist er bei Anke Fuchs reingegangen? Weil da das Futter ist. Ja. So, gestern Abend 4 gegen Willy, heute Abend bis jetzt kaum zu glauben im ZDF. Es gibt viele Leute, die schauen die Sendung nicht mehr an. Die sagen, Piet Weid, ich soll erst mal Geld bieten, bevor sie es anschauen. Nur ich habe geguckt für sie. Ja? Und jetzt will ich auch mal kaum zu glauben hier spielen. Hier in der Straße, zusammen mit Susanne Zschäpel. Und zwei Leute, die noch nie Sketche gespielt haben. Nachrichtenmoderatorin Ulrike von Müllendorf und der Ehrenbürger von St. Katrein. Jolla, Heidi. Stefan Remda. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich habe eine Bitte. Und zwar habe ich schon viel gelesen über diese Ansteckungsgefahr. Ja? Jetzt möchte ich mir hier in der Apotheke 10 kaufen. Ja? Nur wenn ich hier 10 kaufe, weiß gleich die ganze Stadt, Karel hat 10 gekauft. Also meine Bitte, können Sie nicht für mich eben hier 10 kaufen? Nein. Ich biete Ihnen 100 Mark. Ja. Ja, dafür mache ich es. Bitte. Und 20 Mark für die 10. Zehn Kondome für Rudi Carell, bitte. Entschuldigung. Ja, bitte. Hier hinter uns, da wohnt Norbert Blüm, der Arbeitsminister. Mhm. Ja? Wenn ich klingele, drücken Sie ihm dann die Torte ins Gesicht. Sind Sie wahnsinnig geworden? Nein. Ich zahle Ihnen 100 Mark dafür. Nee. 500 Mark. Nee, das mache ich nicht. 1000 Mark. Ach, nicht für 1000. Sie brauchen doch keine Angst zu haben. Er ruft die Polizei nicht. Der Mann hat Humor. Ja, das weiß ich. Ich bin Frau Blüm. guten Tag. Entschuldigung, aber ich habe eine Entenlockpfeife und die ist kaputt. Können Sie für mich eben schnattern? Ich schnattern? Ja, ich zahle 100 Mark. Ich glaube, Sie wollen mich veralbern, was? Wo ist die Kamera? Passen Sie mal auf, ich kehre das jetzt einfach um. Ich zahle Ihnen 20 Mark. Wofür? Können Sie sich ausziehen? Ich soll mich ausziehen?
Vor der Woche Ihre Tagesschau gesehen und habe festgestellt, Sie haben sich einfach nicht geändert. Ja, wieso? Was meinen Sie damit? Sie hatten wieder eine nackte Frau drin. Ich muss sagen, immer wir Frauen. Sie ziehen sich vor der Kamera doch auch nicht aus. 20 Mark? 20 Mark? Achtung! Ich hätte gerne die 20 Mark. 20 Mark? Na, mehr war es auch nicht wert. Ja, wollen wir doch even gucken, ob Nobby zu Hause ist. Blüm ist zu Hause. Er schreibt. Zwei Täubchen, die sich küssen, die liebe ich so sehr, doch mit dir, du süße Ritter, hätte ich gern mehr als... Schriftverkehr. Ja. 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 Das Filmmaterial habe ich bekommen, aber ich... Was machen wir mit dem Text? Ich habe keine Ahnung, was ich zu diesem Beitrag sagen soll. Vielleicht können Sie mir helfen. Ja, 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 ich notiere. Ja, ja, ja. Ja, okay, herzlichen Dank. So, oh, Sie haben mich erwischt. So, jetzt haben Sie mitgekriegt, wer meine Texte schreibt, ja. Bitte Nachsicht, aber wir mussten noch einen Text fertig machen. Das ist ein Fehler geworden. Wegen der Ausgewogenheit habe ich auch Martin Bangemann gefragt, ob er nicht ein paar Gags für uns hätte. Aber meine Mitarbeiter haben gleich gesagt, vergiss es. Der versucht zwar Heinz Erhardt zu imitieren, aber das gelingt dem nie. Das ist mir nicht gelungen, wie vielleicht vorauszusehen war. Und Hans-Jochen Vogel brauche ich überhaupt nicht zu fragen, der geht doch zum Lachen in den Keller. Außerdem kennt er nur einen einzigen Witz und den liest er immer noch von einem Zettel ab. Das ist immer der gleiche Zettel, ich habe ihn auch heute dabei und werde den Zettel bleiben. Als Wahlniedersachse habe ich früher viel mit Ernst Albrecht zusammengeschrieben. Jetzt will er nicht mehr und hat gegenüber Reportern begründet, warum ihm unsere Zusammenarbeit auf Dauer zu anstrengend war. Und dann begann die Tour durch die Hunderten und Hunderten von Kneipen unseres Landes. Guten Abend. Ja, ich habe alle Gags, alle Spielideen und so weiter durchgelesen, aber ich habe nicht ein einziges Mal lachen können. Vielleicht gehen Sie mit mal zum Bayerischen Rundfunk, die können das gut gebrauchen, ja? Okay. Trotzdem, vielen Dank, ja, vielen Dank, trotzdem. Die Aktualität der vergangenen Woche war das Ende des rot-grünen Bündnisses in Hessen. Nur darüber ist diese Woche so viel geschrieben und geredet worden, wir möchten auf dieses Ende lieber musikalisch zurückblicken. Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, 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 deine Tränen tun weh, so weh, so weh, unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, Chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Fürchterlich.
plädiere, ist dies, dass der Staat den Universitäten das Vertrauen, das sie jahrhundertelang durch ihre Leistungen gerechtfertigt haben, wiedergibt. Gewiss muss der Staat... Gewiss muss der Staat auf eine sachgerechte Verwendung auch der Forschungsmittel achten. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich bin. Endlich mit dir alleine, so richtig romantisch. Aua. Komm, gib mir erst einen Kuss. Ja. Feuer, es brennt! Oh mein Gott, ich rufe die Feuerwehr an. Nein, warte, die Feuerwache ist gleich hier gegenüber. Hilfe, Feuer! Hier bei Schmidt im sechsten Stock! Sie kommen sofort. Oh Gott. Herde! Ist hier bei Schmitz im sechsten Stock? Brennt's hier? Jawohl. Jo. Vorsicht, treten Sie zurück. Glück gehabt, kein Wasserschaden. Ja, das Feuer ist da. Wie hat das überhaupt angefangen? Ich habe ein brennendes Streichholz in den Papierkorb geschmissen. Da würde ich nicht so sicher sein. 99 von 100 Brennen entstehen durch Kurzschluss. Ja. Gerade in so alten Wohnungen, nicht? Ich werde mal Ihre Kabel kontrollieren. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Kabel sind in Ordnung. Aber wo ist das Punkt? Da brauchen meine Leute Platz. Acht Mann, sofort hoch zu mir! Beeilung! Aber wir kennen den Brand hier doch. Meine Männer sind unterwegs. Wo ist das Schlafzimmer? Da! Männer, sucht den Brandherd! Im Schlafzimmer ist nix. Nee. Na, dann schaut in die Küche. Das wird ja immer brenzliger. Wir sollten die Leute evakuieren. Ist das Sprungluft bereit? Ja. Sie müssen raus jetzt. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Sie müssen springen. Daneben. Na, schau Sie. Nur mutlos raus. Wird so schlimm nicht sein. Runter kommen Sie an. Aber wo ist das Feuer? Da ist der Brandherd. Wassermarsch! Ja, vielleicht haben Sie sich gewundert, warum unser Publikum so sehr gelacht hat. Aber wir haben 80 Feuerwehrleute hier zu Besuch. Die waren uns nicht böse, hoffentlich. Manchmal passiert es, dass Nachrichtensprecher oder Sportmoderatoren verhungern. Nicht buchstäblich. Verhungern heißt bei uns, dass er einen Filmbeitrag ansagt und vergebens auf die Einspielung wartet. So erging es am vergangenen Sonntag auch Adi Furler in der Sportschau. Wir haben uns bemüht, ihm die Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Komm schon, wir gehen ins Bett. Na, wollen wir mal sehen, wie lange das dauert.
Kinder ist das schön. Los, bedien dich, Cowboy. Kein Fußball. Ist besser so. Kein Hallenhandball. Sondern die Frau in Rot. Das war ein Film, den Sie vorgestern im ersten sehen konnten. Nun machen wir mal Werbung für einen Film, der in Kürze zu uns kommt. Demnächst im deutschen Kino Mumie 3. Nach den ersten beiden packenden Folgen versetzt die Mumie Sie wieder in Angst und Schrecken. Lassen Sie sich fesseln vom neuen Terror der Mumie 3. Ja, gestern war Valentinstag und vorgestern war Freitag der 13. Als an eben diesem Freitag der Kanzler am Kanzleramt vorfuhr, glaubte er seine Augen nicht zu trauen. Im gesellschaftspolitischen Bereich erwägt die neue Regierung ein Verbot von Leihmüttern. Man kann darüber denken, wie man will, aber diese Leihmutter ist sicherlich nicht von dem Gesetz betroffen. Die Bahnreisenden beklagen sich darüber, dass die Bahnhöfe in Deutschland immer ungepflegter werden. Dazu schalten wir jetzt live zum Hauptbahnhof zu Monika Beer. Kein Geld ist immer die Ausrede der Deutschen Bundesbahn, wenn man sich über die Zustände auf unseren Bahnhöfen beschwert. Personalmangel hat dazu geführt, dass unsere deutschen Bahnhöfe einen katastrophalen Zustand aufweisen. Vielleicht haben Sie ein Beispiel, was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das ist die Bahnhofstoilette. Bitte zeigen Sie uns die einmal, bitte. Ja. Muss das sein? Ich meine, wir sollten unseren Zuschauern diesen Anblick lieber ersparen. Ich bin der Meinung, wir dürfen dem Zuschauer das nicht vorenthalten. Ja? Bitte gehen Sie mal. Frau Beer, das ist Ihr Job. Ja? Ziehen Sie sich nicht. Gehen Sie hinein, holen Sie tief Luft. Ja, tief Luft und dann kakak. Ja. Im Namen der Deutschen Bundesbahn eine kleine Aufmerksamkeit anbieten. Drogenberatungsstelle. Thank you.
nächsten Ton ist es 15:00:00. Diese Woche feierte man im Iran den 8. Jahrestag der Islamischen Revolution. Ayatollah Khomeini wurde deshalb von der Bevölkerung gefeiert und mit Geschenken überhäuft. Thema der Koalitionsverhandlungen in dieser Woche war auch die innere Sicherheit. Innenminister Zimmermann möchte das Demonstrationsrecht verschärfen und die Polizei zusätzlich mit Gummigeschossen ausrüsten. Um deren Ungefährlichkeit zu beweisen, ließ er folgenden Demonstrationsfilm anfertigen. Das war's für heute. Hab nichts mehr, hier passiert nichts mehr. Im Studio bis morgen früh um 10. Nichts mehr los hier. Nur die Putzfrauen, die sind noch da. Du! Wir machen jetzt Kaffeepause. Pause. Ist doch gut. Pick mal. Kamera. Guten Nacht, meine Damen und Herren. Schöne Grüße von der Putzkolonne aus dem Fernsehstudio. Welches Studio ist der hier? Nachrichten. Ah, du, welche Nachrichtensprecher findest du beste? Ich überhaupt keinen. Sind alle doof. Lesen nur vom Blatt ab, machen schlauer die Sicht. Im Prinzip können wir das auch besser. Ja. Kick mal. Wir liegen noch die Nachrichten von gestern Abend. Ich bin jetzt mal diese Ulrike Möllermann. Ja, du mach. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ey, nixe Bilder hier. Da steht eine Maschine, guck mal, lauter Knöpfen. Drückst einfach irgendeinen Knopf, dann kommen die Bilder ins Fernsehen. Ja, ich weiß ja nicht, welche. Drückst irgendeinen, ich fange jetzt an. Die Fitnesswelle macht auch vor der Politik nicht Halt. CDU-Generalsekretär Geißler schlug vor, dass die Politiker einmal in der Woche ihren Dienstwagen in der Garage lassen und sich joggend zum Amt begeben. Heiner Geißler ging heute mit gutem Beispiel voran. Falscher Knopf. Pass auf, jetzt kommt das nächste. In Bruchhausen-Vilsen fand heute das alljährliche Schweinerennen statt. Sie wurde ein krasser Außenseiter. Zum ersten Mal besuchte gestern Abend ein deutscher Bundespräsident die Miss Germany-Wahl. Nach der Veranstaltung posierte er mit Miss Germany vor den vielen Fotografen. Immer alles falsch. Auf der Oldenburger Landwirtschaftsausstellung schaute sich Bundespräsident von Weizsäcker ein paar prämierte Kühe an. Arbeitsminister Norbert Blüm besuchte heute eine Filiale von seinem Freund Philipp Rosenthal. Der ausgebrochene Elefant von Zirkus Busch richtete in Bonn große Schäden an. Der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht eröffnete heute die neue Kantine für die Landtagsabgeordneten. Oh, was ist denn das? Du, ich glaube, das ist das neueste Telex mit den Nachrichten. Gib mal her. Ich kann nicht verstehen. Du lese. Sehr gerne. In der vergangenen Nacht wurden zwei Putzfrauen in einem Fernsehstudio verhaftet, weil sie Nachrichten manipulierten. Ich komm los aus hier. Komm raus.
Und ich möchte mich... Ich möchte mich herzlich bedanken bei Susanne Zeppel, besonders bei Ulrike von Müllendorf, zum ersten Mal ein Sketchje gespielt. Und eine große Bitte habe ich, dass Sie Ihre Kollegen von heute und heute Journal auch mal bedanken für die wunderbaren Bilder, die Sie uns über ein Jahr geliefert haben. Was machen Sie morgen? Heute. Nee, morgen. Heute. Nee? Ach, ich verstehe, heute natürlich, ja. Und Stefan, wie hat dir die Show gefallen? Ganz gut, aber etwas wenig Kohl diesmal, ne? Ah, das meinst du. Moment, aber wir haben noch eben Zeit. Okay, dann noch eben ein Bericht von unserem Korrespondenten in Bonn. So, lasst Zeit, einen Moment ruhig, auf los geht's los. Der sagenhafte WDR hat das Wort. Herr Bundeskanzler, wie verhält sich Ihre Beziehung zu Rudi Carrell? Auch in vielfältiger Form. Wir reden, sitzen beieinander, wir diskutieren beieinander, wir trinken ein zusammen, wir gehen zusammen essen. Wir haben Pressekonferenzen, wir haben Hintergrundgespräche, da gibt's vielfältige Formen, wir telefonieren miteinander. Finden Sie alle seine Sendungen gut? Ach, ich bin hier nicht der Präzeptor Germanie. Da gibt es Sendungen, die sind gut. Da gibt es Sendungen, die sind weniger gut. Da gibt es Sendungen, die taugen überhaupt nichts. Wie verkraften Sie es, wenn Sie auf den Arm genommen werden? Oh, das kommt gerade auf meine Stimmungslage an. Manchmal ärgere ich mich, dann schimpfe ich. Das ist dann gut gegen Herzinfarkt, wenn man aus sich herausgeht. Aber manches Mal auch sag ich, was soll's? Und manches Mal gucke ich mir schon deswegen gar nicht an, denn es gibt bestimmte Köpfe im Fernsehen, wenn ich die sehe, dann weiß ich, was kommt. Zwar nicht zum Thema, aber die Tendenz. Und Sie kennen ja die Versuche mit den Pavlovschen Hunden und dann haben Sie ein solches Beispiel. Noch ein kurzer Nachtrag zum Thema Molke. Zur Zwischenlagerung auf Ihrem Gelände gab die Bundeswehr folgende Pressekonferenz. Erstens, das Molkepulver ist so lange nahezu ungefährlich, wie es nicht in die Nahrungskette gelangt. Jawohl. Und zweitens? Zweitens. Es besteht deshalb überhaupt kein Grund zur Unruhe. Verstanden. Sendung beendet. Nächsten Sonntag wieder einschalten um 20.15 Uhr. Bis dahin bitte ich Sie um Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. Bis dann. Guten Abend.